Hallihallo, meine Freunde. So, letzte Video für dieses Jahr. Dann ist 2016 auch schon rum. Und dann starten wir natürlich 2017 weiter. Wir haben gerade den Smart mal auf die Rolle gestellt. Wir sind ja letztens schon ein bisschen gefahren. Die kleine Rennsemmel geht ab wie Schmidts Katze. Und wir haben gerade gemessen. Jetzt wollen wir nochmal Revue passieren lassen. Was haben wir gemacht? Wir haben einen Turbolader von TTH bekommen, also Turbotechnik Hamburg. Der Lader wurde von den Jungs angegeben, so mit 150 PS circa. Da habe ich mir gedacht, 150 im Smart. Da müssen wir mal gucken, ob das funktioniert, ob Einspritzdüsen und so weiter reichen und ob wir überhaupt in die Richtung kommen. Dann haben wir ja den Krümmer neu gemacht, weil der alte ja diese Bleche drin gerissen sind. Haben wir ja da einen Krümmer von Kleinanzeigen gekauft, der nicht einfach gepasst hat. Leider muss man ein bisschen was umbauen, dass er reingepasst hat. Die Auspuffanlage ist aktuell stark modifiziert. Das werden wir auf jeden Fall ändern. Also wer von euch einen Brabus-Pot hat, mir bitte mal anbieten, weil ich muss da nochmal was ändern und hätte gerne einen neuen Brabus-Schalldämpfer. Da bitte mir anbieten. Dann haben wir die ersten Abstimmversuche gemacht und Potz Blitz Kupplung am Rutschen. Haben wir noch eine Sachs Performance Kupplung verbaut. Die ist auch drin. Dann haben wir den Akkuator unten neu gemacht. Den kann man umbauen lassen. Vielleicht teste ich das mal für euch. Ich weiß nicht, ob das wirklich besser wird, aber ich glaube, das machen wir nächstes Jahr nochmal. Den Spaß gönnen wir uns noch. Dann lassen wir den mal umbauen, mal gucken, ob sich da beim Schalten nochmal was ändert. Getriebe, Steuergerät haben wir angepasst, um die Schaltzeiten speziell zu ändern. Und das meine ich nicht die Geschwindigkeit vom Schalten, die kann man erhöhen, das haben wir auch gemacht. Das Problem ist, wenn unten manuell nicht schneller geschaltet werden kann, kann ich das so schnell anfordern und so stark bestromen, das wird einfach nicht schneller. Sondern was wir geändert haben, ist dadurch, dass wir wissen ja jetzt schon, wie viel Drehmoment haben, wir haben relativ viel Drehmoment. Das Problem ist, das Auto sonst relativ früh immer runterschalten will. Und damit das Auto auch wenn du im fünften Gang bist, Gas gibst, nicht einfach direkt immer im vierten Gang runterschalten oder dritten, haben wir diese Schaltpunkte im Prinzip angepasst. Das haben wir gemacht. Software angepasst, dann sind wir mit euch ein paar Driftbox-Seiten gefahren und jetzt endlich mal Zeit gehabt, zwischen Weihnachten und Neujahr mal eben auf die Rolle zu stellen und zu messen. Smart zu messen ist auf dem Prüfstand leider nicht ganz so einfach, weil die Ladungsregelung sehr sensibel beim Smart ist und die sind nicht einfach zu messen, deswegen messe ich die ungerne. Weil die brauchen lange zum Anlernen und gerade wenn du so Ladergeschichten, passe ich immer auf der Straße an, weil auch im Prüfstand, wenn er im Prüfstand sauber läuft, heißt nicht, dass er auf der Straße läuft. Das ist eine ganz sensible Geschichte und deswegen messe ich gerne die oder ungerne die Smarts auf dem Dyno Jet, sondern da wäre vielleicht wirklich noch eine Sensorikmessung mal was, aber ist egal, wir haben unseren jetzt auch auf den Prüfstand gestellt und gemessen und wir haben jetzt eine Leistung, heute jetzt gerade, unkorrigiert. Also das, was er jetzt gerade geleistet hat, so wie ich jetzt hier auf der Straße fahren würde, 165 PS und 224 Newtonmeter. Ich glaube, das ist für einen Smart schon ordentlich. Tim, was hast du? Hast du mit gerechnet? Also so wie der gefahren ist auf der Straße, hätte ich mit 150 PS schon gerechnet, weil er fuhr gut. Ich habe gehofft 150. Ich habe mir gedacht, boah, das Ding wiegt nicht viel. Das fühlt sich brutal an, die ganze Geschichte. Vor allen Dingen der Schritt so vorher mit 114 PS oder was wir hatten. 115. 115. So wie wir die rausgeben, die, so. Auto, die streuen da kurz mal, ja. die Autos, wenn wir die rausgeben, also klassische Softwareoptimierung beim 84 PSer, sind zwischen 115 und 120 PS und 160 bis 175 Newtonmeter. So, jetzt sind wir gefahren und haben gedacht, der geht ab wie Schmidts Katze, wo sind wir da leistungsmäßig? Und ich habe auch wirklich, ich habe nicht dran geglaubt, dass wir über 150 kommen, weil ich dachte, nee, das wird nichts. Ich habe so gedacht, oh, wenn der 140 macht, ist das gut. Ja, aber auch vom Drehmoment im vierten oder fünften Gang unten raus, das merkte man einfach. Das fährt schon brutal. Also siehst du auch im Diagramm hier, das blendet ihr hinten ein, maximales Drehmoment bei 3000, ja, bei 4000 hast du volles Drehmoment. Wir wollen ja auch nicht zu stark unten rauslaufen lassen. Vor allen Dingen haben wir das Problem, wir müssen erstmal Abgase produzieren. Wir haben wenig Hubraum und der Lader muss erstmal angefeuert werden. Aber das fährt schon geil.
Und ich muss wieder sagen, Smart macht einfach Fun. Wie gesagt, wir werden jetzt mit dem Aquator da unten nochmal testen. Wir werden nochmal eine VMAX-Fahrt machen. Wir werden den vielleicht mal waschen. Könntest auch mal einen kleinen Capo machen, weil für den Smart sieht der eigentlich schon ganz gut aus, ist meine Meinung. Und dann werden wir den Schritt aber gehen, Leistung zurück. Und warum? Weil das euer Auto ist. Das heißt, wenn ihr euer Auto bringt zum Optimieren, könnt ihr den bei uns kostenlos nutzen. Und da kann ich den nicht so frisiert euch rausgeben, sondern es war ja nur eine Geschichte, um mal zu gucken, was geht mit den Smarts, was kann man machen, was geht maximal. Wir werden also wieder zurückrüsten. Natürlich nicht Kupplung und Getriebe, sondern es geht hauptsächlich um den Krümmer und um den Softwarestand. Wir werden also wieder auf diese 115, 120 PS Variante zurückgehen. Und dann ist die Sache safe und dann ist alles gut. Ja, das war's abschließend. Also, ich bedanke mich bei euch allen für das geile Jahr 2016. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Feiert nicht zu viel, aber lasst richtig die Korken knallen und dann sehen wir uns 2017. Neues Equipment im Kamera- oder im Filmbereich. Die Kamera ist zwar alt, aber der Tim hat sich da so ein paar kleine Feinheiten aus dem Feinkostladen geholt, die geil wären. Geile Ideen haben wir auch im Hintergrund. Ihr habt richtig Bock drauf. Ich kriege reichlich Anfragen von Autos, ob wir da nicht mal filmen können. Es ist natürlich immer eine schwierige Geschichte, dass es zeitlich passt. Aber 2017 werden wir für euch natürlich weitermachen und mehr machen wie 2016. Aber bis dahin, tschüss und guten Rutsch. Euer Kai.